Und herzlich willkommen zu Folge 118. Ja, ich habe mich ein bisschen tätig gemacht. Meine Spitzhacke ist leicht abgeklopft. Das heißt wohl, ich war in der Hölle. Ja, war auch so. Ich habe ein paar Netaquarzi schon mal rausgekloppt und habe zusätzlich hier vorne was angestellt. Hier an dieser Stelle. Denn hier habe ich noch was vor. Mit der Befüllung von den Flüssigkeiten des Minecarts hier. Das soll ja soweit laufen hier. Das ist wirklich hoffen, dass es soweit läuft. Dann wollte ich mir unter anderem hier in die Kiste wegklopfen, dass sie weitergeht. Ich habe jetzt ein paar Level. Das heißt, ich wollte wieder was enchanten, aber habe da mir zu was besonders überlegt. Aber das könnte man eigentlich auch ändern. Ah ne, lassen wir mal. Da kommen wir gleich später zu. Hier müssen wir noch Gravel verlegen. Jetzt werden wir das eine erstmal hier fertig machen. Was ich nämlich vorhab. Wo ich gleich nämlich sofort hinzukomme. Ich habe nämlich einen Mod hinzugefügt. Ich dachte so, irgendwann ist das nervig mit diesen ganzen Büchern und etc. Wie ihr seht, habe ich Enchanting Plus drauf, kann aber da irgendwie nicht durch diese craften, beziehungsweise das da drauf verzaubern. Deswegen habe ich mir jetzt immer geguckt, ob das mit den Büchern funktioniert. Ja, es funktioniert mit den Büchern. Jetzt muss ich nur das Passende suchen und ich fange erstmal mit Glück an. Und zwar, es kostet mir das 14. Yep. Enchanten, dann haben wir Glück 3 drauf. Das ist eigentlich ganz geil, dass wir hier dadurch Bücher mit Glück 3. Ja gut, kostet nochmal 9, ist aber eigentlich relativ egal. Dann haben wir nämlich Glück schon mal dafür. Dann vielleicht Effizienz vielleicht noch drauf packen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder habe ich noch hier Effizienz? So irgendwie volle Power wäre eigentlich ganz gut. Was kostet das denn? Ich habe jetzt nur 8. Kann jetzt natürlich auch nicht so teuer werden. Schlagflamme und Endlichkeit. Das wäre auch für einen Bogen gut. Hier sind noch natürlich andere noch dabei. So von den ganzen anderen Mods sind ja auch noch welche dabei gekommen. So ein paar Zaubereien, aber dann werden wir mal später gucken hier. Effizienz, was kostet denn voll? 7 auf 3, ne? Das können wir noch später machen. Zumindest haben wir dafür Glück. Das wollte ich euch nur zeigen. Nicht, dass es heißt, oh, du mogelst wieder, bla bla etc. Nein. Ich habe die ganzen Level aus dem Nether bekommen, weil das da kommt man relativ viel raus. Das ist ganz gut. Dann habe ich mir das halt überlegt, so zu machen. Und das, ich brauche natürlich auch für die ganzen Rüstungen, für die anderen Werkzeuge brauche ich auch noch was. Für den Bogen oder sowas. Brauche ich noch viele Sachen dafür. Deswegen ist das auch nicht billig. Sagen wir mal so. Jetzt wollte ich Gravel haben. Und zwar nehmen wir mal 2 Stacks raus. Ich glaube, das ist sowieso viel zu viel wieder. Unten läuft dann nebenbei wieder die Biomasse. Das ist auch ganz gut. Dann kann ich da nämlich auch nichts mit falsch machen. So. Aber jetzt erstmal das hier fertig machen. Magnet habe ich an, genau. So, dann gehen wir mal nämlich hier schön drumherum. Oh, so ist richtig. Und dann wollte ich hier, wie gesagt, das ausverkleiden. Dann müssen wir jetzt nämlich noch Waterproof-Pipes holen. Die Mitte anschließen. Einmal Stein und einmal einmal Stein und einmal Flösterstein-Pipes, die reichen eigentlich vollkommen dafür. Deswegen werde ich mal den Honig da hinten wegholen, beziehungsweise die Honigwaben. Und werde die einmal durch einen Squeezer laufen lassen, durch die Zentrifuge. Hier sind wieder ein paar drinne, hier sind auch wieder ein paar drinne. Naja, komm hier rein. So, ich weiß gar nicht, wo das Ding hab. Weil den Beutel und so habe ich erstmal rausgeschmissen, damit ich Platz habe im Inventar. Ich wusste nicht, wie viel ich dadurch rausbekomme. So, Glas haben wir hier noch. Die Eimer können wir wieder ins Inventar. Den Crushed Hammer, die Schere. Ja, das restliche Werkzeug kann eigentlich da wegbleiben. Das kann noch da rein. Hier die vielleicht noch. So zur Not. Wenn wir sie brauchen. Wollte ich mal gucken. Ja, da ist es. Dann tun wir vielleicht die Goldkiste auch noch hier rein. So. Passt das hier nämlich auch ein bisschen weg, so ist ja sowieso noch hier drin, ne? Schwert und so was, müssen wir auch nochmal gucken, dass wir da Plünderung drauf machen oder so was. Das kann ich auch nicht immer genau hundertprozentig sagen. So, es gibt immer hier so einen Trichter. Oh ne, jetzt ist er da reingefallen, ne? Ah. Er sorgt das nämlich sofort, ob das das Blöde. Trichter. So. Zieht jetzt voll Energie ab. Ja, der zieht Energie ab. Das ist, ich weiß nicht, warum das nicht stoppt. Wenn da nichts verbraucht wird. Ja, kannst du mit voll machen. Braucht er sowieso jetzt alles. Macht
das Min. Ja. Dann können wir nämlich schon mal gucken, diese Liquid Manager brauchen wir. Liquid Manager. Wollen wir sie denn da? Liquid Manager. Da brauchen wir Advanced Tanks, okay. 4 Stück immer. Das sind huge Dinger, diese huge Planks. Schauen wir eben nach. Davon haben wir nämlich noch hier welche von. Davon können wir sie auch noch mitnehmen. Gucken, wie viel da rausbekomme. In der nächsten Folge werde ich dann so nebenbei schon mal wieder ein bisschen rendern. Das heißt, ich werde durch die Höhlen streifen und mit meiner Glücksspitzhacke, beziehungsweise mit dem Glückduell wieder in die Hölle reingehen oder hier ein bisschen in der Umgebung dieses Quatschstaub raussuchen. Damit wir da auch von massig genug haben, damit wir weiter mit dem ME-System rumquackseln können. Aber jetzt wollte ich das erstmal hier machen. So. Okay, von denen sind das immer welche. Alles klar. Dann brauche ich dann auf jeden Fall noch mehr. Können wir das denn auch damit irgendwie kombinieren? Ne, geht leider nicht. Oh, wie ging die denn nochmal? Glaspanels und Glas, okay. Glas hält bestimmt noch irgendwo hier drin, ja. Das hatte ich ja vom letzten Mal noch. Und jetzt bräuchte ich noch Glaspanels. Da! Das ist doch super. So, jetzt war das, glaube ich, irgendwie immer so. Dann machen wir das mal. Und hier links, rechts, so, genau. Und dann in der Mitte diese Dinger hier. Was kostet denn Eisengitter und Eisen? Okay, das habe ich wohl noch. Eisen, da. Eisengitter hatte ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumfliegen. 2 Stück, ja. So viel brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr davon. Ne, Eisen brauche ich. Dum. Dankeschön. Und jetzt müssen wir davon welche herstellen. Ich weiß gar nicht, ob man die Dinger... Ne, kann man nicht noch anders köpfen. Schade. Ist ja auch egal. Dann sind die irgendwie überflüssig. So. So, und jetzt mal gucken, was wir noch rauskriegen. Mehr nicht, ist auch egal. 17 Stück, da können wir vielleicht doch noch welche machen. Dann. 32 Stück. So, einmal so. Noch einmal. Und mehr geht jetzt wirklich nicht mehr. Dann das Ding in der Mitte. Was war das jetzt? Das Ding, dann Eisen. Und dann die Dinger hier. Sehen wir, was da passt. Ach ne, da brauche ich die Advanced Tanks. Ach, da brauche ich 9 zu den Ding, okay. Eieiei. Das wird ja noch teurer. Okay. Dann brauche ich wieder Glas. Hier habe ich keins, da habe ich keins. Das heißt, ich muss in der Nähe, ihr müsst schon mal ein bisschen Glas vorbereiten. Hier sind auch noch Bücher drin, ne? Rückstoß und Flamme, ja, die können erstmal drin bleiben. Dann heißt, ich brauche Glas. Ich habe wirklich nichts mehr irgendwo rumfliegen hier. Nö. Ja, das wird auf jeden Fall jetzt sein, dass wir Glas dafür brauchen. Wie weit sehen wir hier aus? Ja, Glas brauche ich auch für allein für die Pipes. Da können wir nämlich auch mal welche machen. Da brauchen wir vielleicht ein Stack pro Strang oder so. Machen wir 64 davon. Und dann brauchen wir jetzt Clean Stone. Clean Stone. Da oben ist ein Clean Stone. Da habe ich noch ein bisschen mehr. Na, wo ist er denn? Hier ist er nicht. Das Clean Stone. Dann können wir das nämlich auch noch ein bisschen machen hier. Da, mehr habe ich nicht. Ist ja auch, ich glaube, das reicht sogar. Und jetzt müssen wir da Waterproof ausmachen. Ich mach mal. Was machen wir denn daraus? Irgendwie erstmal. Ah ne, das glaubt, da sind doch so viele. Weil das geht ja fast bis oben hin, der Strang. Fällt mir gerade mal auf. Also wenn wir es noch zu Ende machen, dann würde ich ein bisschen Glas nebenbei noch kloppen. Dum.
Und jetzt sind wir den Strang für Stein an der Pipes. Upp. Oder ist das eine falsche Idee? Nein. Die Idee ist ganz gut. So. Den St machen wir noch eben fertig. Ah, da brauchen wir noch mehr. Das steht fest, wir brauchen noch mehr. Na gut, wenn da noch welche fehlen, ist das egal. So 20, 30 Stück können wir auf jeden Fall noch machen. Ein halbes Stack. Damit sollten wir auskommen. Aber ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Für euch ist es wirklich das die nächste. Und ich werde jetzt halt ein bisschen Glas brennen. Warten, bis Glas gebrannt ist. Und dann die Pipes. Und dann hier warten, bis das Zeug fertig ist. Die Dichtung hier. Den Bienenwachs. Und dann sehen wir uns eigentlich dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Würde ich sagen, ja. Bis dahin, euer Flash-Tapet und tschüssen.